Vor 2 Wochen ging es hier um vermeintlich tolle Wachstumsaktien. Die haben ihr Fett weggekriegt. Heute müssen wir aber leider auch mal ein ernstes Wörtchen reden über die vermeintlichen Value-Aktien, mit denen man dann aber in Wahrheit oft richtig Geld verliert. Das soll allerdings nicht heißen, dass Value-Aktien an sich jetzt nicht wieder interessant sind. Was sind gute Aktien, attraktive Aktien, aussichtsreiche Aktien? Hängt davon ab, wen man fragt. Das ist ja mit vielen Dingen so. Zum Beispiel mit Autos. Der eine wird Ihnen sagen, das hier ist ein tolles Auto, wahnsinnig schnittig, geht ab wie verrückt, das Beste vom Besten. Und wenn Sie dann sagen, naja, das hat aber auch seinen Preis, das Ganze, dann wird der Ihnen sagen, egal, das ist es wert, das Ding muss man jetzt haben. Auf Aktien übertragen wäre das ein Investor, der interessiert ist an spannenden Aktien, glamourösen Aktien, Aktien, wo Power dahinter steckt, Wachstum, Megatrends, Hochtechnologie. Und beim Preis schaut man dafür nicht so genau hin. Es gibt aber natürlich auch das genaue Gegenteil. Anleger, die sagen, ich will Schnäppchen machen an der Börse und wenn ich was kaufe, dann immer deutlich unter dem eigentlichen Wert. Nur so verdient man Geld. Zum Beispiel das hier. Keiner hat es haben wollen. Es ist auf dem Hof gestellt worden für 50 Euro. Aber allein der Materialwert, Eisen, Blech, Kabel, Sitze, Reifen und dann sind noch über 3 Liter Altöl drin. Der Materialwert ist schon bei über 100 Euro. Das heißt Substanz ohne Ende. Und ich habe gekauft mit einem Abschlag von 50% auf dem Buchwert. Besser geht's nicht. Das ist der Value-Anleger. Und an sich sind Value-Aktien ja vielleicht sogar das, was man jetzt haben sollte. Weil wir wissen natürlich alle, Wachstumsaktien sind viel besser gelaufen die letzten Jahre, aber das kann sich ja natürlich auch mal ändern, weil jetzt zum Beispiel die Zinsen höher sind, als sie jetzt jahrelang waren. Und einen kleinen Vorgeschmack haben wir letztes Jahr schon bekommen. Da haben die Börsen insgesamt ja relativ stark korrigiert. Es hat aber vor allem Wachstumsaktien getroffen. Hier in den USA zum Beispiel in lila der Morningstar US Value Index in orange und der Morningstar US Growth Index in orange. Der ist 2022 um über 30% gefallen. Der Value Index hat auch geschwankt, ist aber maximal um 13% gefallen und hat am Ende dann auch so gut wie keine Veränderung gehabt. Er hat also in einem sehr schwierigen Börsenjahr standgehalten. Aber dieses Jahr, als es wieder nach oben gegangen ist, da waren natürlich dann die Wachstumsaktien wieder stärker. Und dadurch, das sagen jetzt viele, dadurch ist die langjährige Unterbewertung von Value-Aktien zu Wachstumsaktien immer noch da und das sei jetzt eine Chance. Das hier ist relativ aktuell von JP Morgan aus dem Guide to the Markets. Das KGV von Value-Aktien aus den USA relativ zu dem von Wachstumsaktien von 1997 bis zum dritten Quartal 2023. Der langjährige Durchschnitt ist 0,71, das heißt, das KGV war also im Durchschnitt bei 71% vom KGV von den Wachstumsaktien. Und wenn die Linie stark hoch geht, dann sind Value-Aktien relativ hoch bewertet. Jetzt ist es aber seit 3 Jahren schon so, sie sind ziemlich niedrig bewertet im Vergleich. Das Durchschnitts-KGV von Wachstumsaktien ist 78% höher gerade. Und irgendwann kann es da dann natürlich auch wieder eine Gegenbewegung geben. Hier eine Variante vom Vermögensverwalter Vanguard. Da geht es um die Kurs-Buchwert-Verhältnisse bei den eigenen Indizes von denen, Value und Growth. Das ist noch extremer. Der Abschlag ist da jetzt zwar nicht mehr ganz so hoch wie nach dem Covid-Ausbruch Anfang 2020, aber er ist immer noch genauso hoch wie kurz vor dem Crash im Jahr 2000 und er ist auch höher als in der Finanzkrise 2008. Und Vanguard argumentiert, dass es da eigentlich immer irgendwann mal eine Rückkehr gegeben hat, wieder zumindest zum Durchschnitt. Und darum sei Value jetzt attraktiv. Aber was ist Value? Ist irgendwas schon eine Value-Aktie, weil sie da in irgendeinem Value-Index drin ist?
Es gibt dazu einen guten Artikel von CNBC, da ist beschrieben, wie das mit den Indizes so gemacht wird. Zum Beispiel Standard & Poor's. Die nehmen einfach den S&P 500 Index, für Value und für Wachstum gibt es dann jeweils so Scores, also Gewinnwachstum, Umsatzwachstum, Momentum, KGV, KBV, Kursumsatzverhältnis. Und die bessere Hälfte von den 500 Aktien, die ist dann einfach im Value-Index oder im Wachstumsindex oder auch in beiden, zum Beispiel Microsoft. Und weil die Börsen ja schwanken und weil das auch nur einmal im Jahr angepasst wird, das Ganze, da ist zum Beispiel ExxonMobil im Growth-Index jetzt und Meta Platforms, also Facebook, die sind in den Value-Index gerutscht. Wenn man gemein ist, könnte man sagen, Meta Platforms, das ist zurzeit weder noch. Die Aktie hat sicherlich ihre Qualitäten, aber bei einem KGV von 21, bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von über 5 und bei einer Dividendenrendite von 0, ist das wirklich das, wo man sagen würde, was für eine Value-Aktie, was für eine dramatische Unterbewertung? Wohl eher nicht. Es ist eigentlich eine Mogelpackung. Aber trotzdem, vielleicht ist man ja mit solchen Möchtegern-Value-Aktien immer noch ein bisschen besser dran, als mit den Value-Aktien, die sich die harten Value-Anleger selber raussuchen. Ich habe es ja schon mal erzählt, wie es bei mir selber war in meiner Anlegerkarriere. So jetzt auf irgendwelche gehypten Wachstumsaktien oder so, da bin ich eigentlich nie großartig reingefallen. Das ist sicherlich eine Mentalitätssache und unter meinem Video neulich zu der immer niedrigeren Überlebensdauer von börsennotierten Gesellschaften an sich, da gab es dann ja auch so Kommentare so in die Richtung, du bist einfach alt mit einem verstaubten Mindset. Und so ist es natürlich auch, allein wenn ich das Wort Mindset schon höre. Ich wäre so gern auch mal erfolgreich. Dann musst du an deinem Mindset arbeiten. Und schon läuft's wieder im Staubsaugervertrieb. Aber apropos Erfolg, für meinen Erfolg entscheidend ist natürlich Ihr Kanalabo. Zum Abo geht's hier unten. Und dann bitte auch noch auf die Glocke drücken. Wir sind ja hier nicht zum Spaß. Aber wie auch immer, jedenfalls, also als junger Anleger, der noch von nichts eine Ahnung gehabt hat, da war ich noch ziemlich erfolgreich damals. Und danach kam dann aber die Phase, wo ich mal gedacht habe, jetzt beschäftige ich mich auch mal so richtig mit der Börse. Und das Erste, was mir unter die Finger gekommen ist, das war Value-Strategie, Benjamin Graham, Warren Buffett und ganz schlimm, fundamentale Bewertungskennzahlen. Für mich war das das pure Gift letzten Endes. Ich bin dann ständig nur noch vor der Zeitung gehockt, vor dem Kursteil und habe gesucht nach hohen Dividenden und nach niedrigen KGVs. Und ich habe Jahre gebraucht, bis ich endlich mal geschnallt habe und bis ich endlich auch mal verinnerlicht habe, dass wenn eine Aktie ein niedriges KGV hat, dass das sehr oft eben auch einen Grund hat. Und dass aus einem KGV von 3 auch schnell mal ein KGV von 90 wird oder dass gar kein KGV dann mehr dasteht, weil das Unternehmen nämlich plötzlich Verluste macht. Jetzt kann man natürlich sagen, was kann der Value-Ansatz dafür, dass ich damals so blöd war? Aber ich weiß eben aus vielen, vielen Zuschriften und aus vielen, vielen Gesprächen, dass andere Anleger da auch anfällig sind. Und es ist ja auch ganz klar, man sucht eben nach Unterbewertungen. An sich ist der Value-Ansatz wertvoll, nach wie vor, würde ich sagen. Aber er macht es sich eben ein bisschen zu einfach. Er sagt, die Aktie X, die ist zu diesem Preis jetzt unterbewertet. Aber in der Regel fragt er nicht danach, wie ist die Aktie dahin gekommen und warum sollte sie von dieser Unterbewertung wieder wegkommen. Sondern viele Value-Anleger, die sagen eben einfach, ja, das ist so eine Marktsache, der Markt irrt sich eben oft. Und das ist aber nicht ungefährlich, weil der Markt irrt sich mit Sicherheit öfter mal, aber er irrt sich eben nicht immer. Und darum ist es meiner Meinung nach auch so, man kann nur dann wirklich sagen, eine Aktie ist unterbewertet mit gutem Gewissen, wenn man auch eine belastbare Antwort hat auf die Frage, warum ist sie gerade unterbewertet? Und der zweite Fehler, der noch viel gefährlicher ist, billig ist nicht gleich Value.
Billige Aktien, niedrige Kennzahlen, Aktien, die stark gefallen sind, das kann eine Gelegenheit sein. Manchmal ist das Ganze dann aber einfach auch nur Schrott. Wie gesagt, vor 2 Wochen, durchschnittliche Überlebensdauer von Börsen und notierten Unternehmen. Nach 10 Jahren sind 38% von denen schon wieder weg. Und bei jedem Unternehmen, das untergegangen ist, da gab es in diesem Untergang sehr wahrscheinlich eine lange Phase, wo unzählige Anleger davor gehockt sind vor der Aktie und kurz vor der Pleite noch gesagt haben, jetzt ist die Aktie aber definitiv unterbewertet. Und abgesehen von Pleiten gibt es auch viele andere Gründe, warum Aktien attraktiv aussehen, aber es eigentlich nicht sind. Hohe Schulden zum Beispiel, da hilft auch ein niedriges KGV nichts mehr. Oder zyklische Unternehmen auch, wo die Gewinne stark schwanken. Und in den guten Phasen, da haben die dann meistens niedrige Bewertungen, aber eben auch nur darum, weil eben der Markt von vornherein schon davon ausgeht, dass es nicht immer so gut laufen wird. Airlines, Autoaktien, Stahlaktien, Ölaktien auch zum Teil. Es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man sich zyklische Aktien kauft. Man muss nur wissen, zyklische Aktien sind eben nicht unbedingt Value-Aktien. Und dann natürlich Unternehmen, die einfach Probleme haben, ist ja auch völlig klar. Paradebeispiel Volkswagen, hier ist der 5-Jahres-Chart. Seit Jahren geht es da ungebremst abwärts schon. Und nach allen Substanzkriterien und nach allen Value-Kriterien auch, ist die Aktie komplett unterbewertet. Sie haben Milliardengewinne, sie haben diese Porsche-Beteiligung, sie haben die ganzen anderen Marken, sie haben 36,7 Milliarden Euro Netto-Cash. Aber trotzdem, der Markt macht sich eben Sorgen. Was ist da in ein paar Jahren? Verdienen sie dann mit ihren Elektroautos auch noch so viel Geld wie jetzt? Und wie läuft es dann in China? Und sind sie dann auch noch konkurrenzfähig in ein paar Jahren? Die Kennzahlen helfen einem dann nichts. Es sind einfach Sorgen da, die drücken die Aktie runter. Zumindest bis jetzt haben sie das getan. Und das ändert sich wahrscheinlich auch erst dann, wenn irgendwas passiert, das diese Sorgen wieder zerstreut, zumindest zum Teil. Und daran sieht man, man kann als Value-Anleger spannende Aktien finden und wo man vielleicht auch wirklich eine starke Unterbewertung hat. Aber das allein reicht noch nicht. Man muss dann auch wirklich einsteigen in die Fundamentalanalyse von dem Unternehmen und von dem Sektor und von dem Markt. Und das ist Arbeit. Und wenn man sich da aber dann drumherum drückt, dann läuft man eben möglicherweise in eine ganz böse Falle. Und das merkt man dann aber vielleicht lange nicht, weil man sich einfach die ganze Zeit blenden lässt von dieser niedrigen Bewertung. Und das wird dann meistens noch befeuert von irgendwelchen Medienberichten, die sind ja zum Teil auch nur noch computergeneriert, wo da werden einem dann eben auch nur noch so diese Kennzahlen um die Ohren gehauen und wie billig die Aktien sind, aber ohne Hintergrundinformationen. Und man erfährt da dann natürlich auch, welche Aktien bestimmt auch Warren Buffett kaufen würde. Nur interessanterweise kauft er sie dann doch nie, aber wahrscheinlich tut er das darum, weil er eben nicht ganz so schlau ist wie die Autoren von den Beiträgen. Und wie entgeht man diesen ganzen Gefahren? Es ist eigentlich jetzt auch nichts anderes als das, was ich vor 2 Wochen schon gesagt habe bei den Wachstumsaktien. Breit streuen einfach, ab und zu auch mal Hausputz machen, das Depot durchgehen, kritisch sich fragen, ist das noch die Aktie, die ich mal gekauft habe oder hat die schon längst enttäuscht und der Kaufgrund von damals, der ist eigentlich gar nicht mehr da. Und es ist eine wunderbare Übung, wenn man sich ab und zu mal Aktien auch anschaut, die vom Markt einfach nicht geliebt werden, aber man muss es da eben auch nicht übertreiben. Wenn man im echten Leben gut ist zu Menschen, zu denen sonst keiner gut ist, dann ist das sehr anständig. Aber bei Aktien im Depot, das Depot soll ja ihren Wohlstand vermehren. Es ist kein Schrottplatz, es ist kein Gnadenhof, es ist kein Müttergenesungsheim und idealerweise ist es eben auch nicht die letzte Zuflucht für die Aktien, die sonst keiner liebt. Abgesehen davon, zwischen Sportwagen und Schrottauto gibt es auch immer noch ein Mittelding an der Börse, nämlich viele, viele beständige, gute Qualitätsunternehmen.
Die sind vielleicht stinklangweilig und verstaubt, aber am Ende sind es eben dann doch solche Aktien, die dann den Erfolg bringen. Nicht die heißen Wachstumsaktien und auch nicht die ausgebombten Billigaktien. Und Warren Buffett zum Beispiel, der hat ja auch meistens nicht die extremen Unterbewertungen gekauft, sondern er hat relativ oft relativ normale Unternehmen gekauft. Und er hat auch mal gesagt, lieber ein großartiges Unternehmen zu einem mittelmäßigen Preis kaufen, als ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem großartigen Preis. Ob er jetzt wirklich damit Multimilliardär geworden ist, das ist mal die ganz andere Frage. Dann müssten wir ja Zehntausende von Aktienmilliardären haben, wenn es wirklich so einfach wäre. Aber ich kann dem hier auch gern mal nachgehen, hier auf dem Kanal. Das Geheimnis von Warren Buffetts Reichtum, falls das jemanden interessieren sollte, schreiben Sie es mir gerne hier unten rein. Aber dann bitte auch den Kanal abonnieren und dann auf die Glocke gehen, weil sonst mache ich das Thema und dann verpassen Sie es aber trotzdem. Und abgesehen davon, wir müssen hier natürlich auch dringend gemeinsam weiterarbeiten an unserem Mindset. Darum bis nächste Woche, Montag zur gleichen Zeit. Ich freue mich schon. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.